Hallo Leute, und weiter geht's mit 4.3 Part 13. Letztes Mal haben wir uns ein wenig durch den Wald gekämpft. Also nach dem Fort kam irgendwie so eine Art Wald. Ich glaube, wir nähern uns auch der Anlage in dem, also von Amacham, da wo uns die Leute von, also von die Wissenschaftler oder so, keine Ahnung, halt gequält haben, also mich und den Vettel und ja, und also die Geschichte holt den Pointman, also den wir gerade spielen, wohl ein wenig ein. Ja, man hätte öfter mal ein paar Illusionen und ja, und jetzt gibt's auch wohl auch so einen kleinen Zwischengegner. Gleich mal, weil da ist so ein komischer Typ, den ich habe aber schon mal so einen besiegt. Hallo? Vielleicht bin ich aber auch einfach nur doof. So. Wow, 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 wow. Achso, und die Zeit nicht vergessen. Ach, komm schon. Ah, wo kommst du denn her? Wow, 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 wow. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Komm, heil dich, heil dich. Gut. Stirb. Hier hätte ich diesen Mech-Anzug richtig, richtig gut gebrauchen können. Hier kommen gerade so viele Gegner. Mann, jetzt habe ich diesen scheiß Fahrer getroffen. Wow, 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 wow. Mann, ey, das ist ja schon unfair, was die hier mit mir machen. Mann. Ist direkt vor mir in der Nähe. Och, komm. Jetzt habe ich im letzten Moment noch verzogen. Ey, und jetzt habe ich den gerade nicht getroffen. Ich habe durch seinen Kopf geschossen. Oh, ist aber schon wieder. Was ist denn das? Stirb. Stirb. Mann, das gibt's doch ja nicht. Danke sehr. Ach, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Und da hinten ist auch noch einer. Und. Volltreffer. Der ist Matsch. Okay, weiter geht's. Ein Ladebildschirm und sicherlich kommt jetzt ein kleines Video, denke ich mal. Ja. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Wo zum Henker hast du gesteckt? Egal. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Sein Name ist Michael Beckett, Delta-Eingreiftruppe. Offensichtlich hat er sich in Armacams Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich es dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Dieses Mistkind ist ganz verrückt nach mir geworden. Kapiert das denn keiner? Wow, wir haben zum ersten Mal Beckett reden. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Als ob sie über alles Bescheid wüsste. All diese paranormalen Anomalien sind wie, ich weiß nicht, wie wen. Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wie wen? Seid ihr mit dabei?
Wie viel Zeit ist denn vergangen, bis sie schwanger wurde? Ich meine, die Atomexplosion ist da kaum vorüber und schon kriegt die ihr Kind. Ja, für alle, die nicht wissen, wer Beckett ist, das, den hatte man im zweiten Teil von 4 gespielt. Man hat ihn auch in dem gesamten Teil nicht einmal reden hören, aber jetzt hat man ihn zum ersten Mal reden hören. Und ja. Und der scheint wohl einmal geschwanger zu haben. Interessant. Da Almas Wehen die Welt in Stücke reißen, müssen die Brüder Beckett erreichen, wenn sie die Geburt noch stoppen wollen. Abschnitt 5, Torum. Torum. Warte mal kurz. Passagiertransporter einbauten. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen uns einen schnappen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. Dem euch gezeigten Band zufolge hat Armacan Beckett eingesperrt. Er wird wohl irgendwo in Port Authority auf seinen Abtransport warten, wie alle anderen auch. Jo. Jetzt habe ich mich allerdings ein wenig erschrocken. Oh, nur ein ganz kleines bisschen. Lass mich los! Ich sagte, lass mich los! Boah, Alter, wie sieht denn die Explosion aus? Sie macht mehr Ärger, als sie's wert ist. Oh, hier ist gerade irgendwie so ein Loch entstanden. Ich komme gerade aus diesem Gebäude anscheinend, aber wie bin ich hier rausgekommen? Ist alles zu. Mysteriös, dem einen Amalcam oder Amalcam, ich hab keine Ahnung, wie man die ausspricht. So einen komischen EPA oder sowas. Schaut hoch! Ziele am Zaun! Kommando Victor 39, was macht unsere Evakuierung? Victor 39, Evakuierung momentan nicht möglich, haltet weiter die Position. Verstanden, Position halten, da kommt noch mehr! Scheiße! Das letzte Magazin! Feuer aufrechterhalten! Ha, Munition. Findet man ja. Man findet ja überall immer Pistolen rumliegen, ist ja kein Problem, ne? Wir sind ja hier in den USA. Man sieht übrigens immer die gleichen Zeichnungen, also. Ah! Cool gemacht. Ein kleines Rätsel. Und gleich auch eine schöne Waffe. Zwei schöne Waffen. Nein. Du sollst die Pistole wegschmeißen. So. So, weiter geht's. Alle Seelendinger hier mitnehmen. Und ja. Ich kann übrigens nicht rennen. Die machen das schon. Nehmt eure beschissenen Köpfe runter! Lade nach! Ich möge! Wow, die halten ein bisschen mehr aus. Ich wollte gerade mir schön Zeit lassen beim Schießen, aber die haben. Oh, ich habe gerade so richtig schön rübergezogen und denen dabei einen Kopfschuss verpasst. So, alle in Zeitlupe ausgeschaltet. Hast du fein gemacht, Max? Hast du fein gemacht? Was sind denn jetzt hier immer für Löcher?
Schnapp ihn bei der Tür! Mann, ey, man kann nicht mal in Ruhe hier die Gegend beobachten, wie das aussieht alles so. In Deckung gehen! Naja. Werf eine Granate! Den irgendjemand gesehen? Ziel ausgemacht! Ziel ausgemacht. Ach komm, ey, ich verziehe mal. Keine Ahnung warum. Der ist gerade überall explodiert. Ich brauche Unterstützung. So, weiter geht's. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Die Scheiße, die Typen haben irgendwie so eine Ladung hinten am Rücken. Keine Ahnung warum überhaupt. Ich dachte, wenn es Flammenwerfer und Typen wären, wäre das ja normal, aber die schießen anscheinend nicht. Oh, und die Zeit ist vorbei. Ich werde mal ein bisschen die Schrot benutzen. So. Bevor ich jetzt da aber weitergehe, werde ich den Part beenden. Und ich glaube, als nächstes wird der 14. Part folgen. Demnach einfach mal ein Tüdelü und bis denne.